Eine seltsame Urne. Sie ist geformt wie der nackte Oberkörper eines muskulösen Mannes. Er posiert. Etwas sagt mir, darin sind die Überreste eines Vorfahrens des Pink Crusade Paladins da draußen. Aber ich fasse sie nicht an, wenn es nicht sein muss. Nö. 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 Wicht! Sprichst du mit dem großen Krieger? Nein, mit dir! Sieh dir diesen Schild an. Ist der nicht großartig? Er glänzt so. Hast du ihn eingefettet? Könnte man so sagen. Und im Wettkampf wird er mich vor allen Angriffen verteidigen. Ob Schwert oder Speer, Feuer oder... Entschuldigung. Kein Feuer. Und Speere sind auch sehr unangenehm. Ich würde es bevorzugen, wenn... Psst, spiel mit. Ob Feuer oder Gift oder Äxte... Oh! Mein mächtiger Schild und ich werden standhalten. Was werden wir sehen, Mensch? Ich hab schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Das ist ein guter Schild, das sehe ich von hier. Aber der Schild allein reicht nicht. Einer wie du braucht weitere Setteile. Hier lässt sich nirgendwo ein anständiger Krieger finden. Also werde ich zum Krieger werden und diesen elenden Wettkampf gewinnen. Der Wettkampf ist heute Nachmittag. Wie willst du bis dahin die hohe Kunst des Kampfes erlernen? Ich werde mir eine unschlagbare Ausrüstung besorgen. Na, der Weg der Talentlosen. Eine weise Entscheidung, wie mir scheint. Dir ist aber schon klar, dass ich dich nicht mit einer x-beliebigen Ausrüstung hier reinspazieren lasse. Meine Ausrüstung wird Imber sein. Wir werden sehen. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Die Kohlen glühen nur noch, aber die Hitze ist enorm. Huhu! Ich höre dich. Da ist so ein Paladin und eine arme Seele, der er nicht verzeihen will. Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man den Paladin dazu zwingen kann? Vergebung sollte vom Herzen kommen. Und nicht erzwungen werden. Der Paladin ist doof und voll gemein und er isst gerne Rinderhack. Es ist nicht an mir, böse Menschen zu bestrafen. Der Paladin ist doof und voll gemein und er isst gerne Rinderhack. Es ist nicht an mir. Wenn wir nicht eingreifen, wird er noch jemanden verletzen oder töten. Einen Kopf hat er schon abgeschlagen. Nächstes Mal könnte jemand ernstlich verletzt werden. Das ist schlimm. Doch vielleicht ist er im Recht. Ich kann und will das nicht entscheiden.
Aber wenn der Paladin nicht einmal zuhört? Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat. Er will um Vergebung bitten, doch findet kein Gehör. Das ist nicht gut. Jeder verdient eine Chance auf seinen Seelenfrieden. Und der Paladin lässt nicht mit sich reden? Keine Chance. Dann können wir ihn dazu bringen, zuzuhören. Wie? Mit einer Voodoo-Puppe oder sowas? Voodoo? Alles fauler Zauber. Nein. Ich werde einen Trank des Schlafwandelns brauen. Wenn du als Erster davon trinkst und danach der Paladin, so kannst du seinen Körper für kurze Zeit übernehmen. Du kannst ihn zu deinem Freund laufen lassen und dort soll er sich die Entschuldigung anhören. Klingt wie Voodoo. Es ist kein Voodoo. Für den Trank brauche ich Haare des Paladins, eine Flüssigkeit seines Körpers, etwas von einem seiner Vorfahren und ein Stück seiner Kleidung. Aber ich brauche keine Puppe und keine Nadeln. Schon klar. Und wenn ich die Sachen besorge, brauchst du mir den Trank? So sei es. Spucke ist die einzige Flüssigkeit, die ich aus dem Körper des Paladins bekommen konnte und die ich angenommen hätte. Spucke ist ausgezeichnet. Geht ein Pompom als Stück seiner Kleidung durch? Ein was? So ein Ding hier. So etwas zieht ihr Menschen an? Einige, wenige, fast niemand. Wenn der Paladin das einmal getragen hat, wird es gehen. Aber ich will dieses Ding nicht. Gib mir nur einige Fäden, behalte den Rest. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel. Hallo, Prinzessin. Ja. Ich glaube, deinen Haaren tut das Warten hier draußen auch nicht gut. Was? Was? Ist es Spliss? Bitte lass es nicht Spliss sein! Die sind ziemlich staubig und verfilzt. Oh. Ja, so geht's. Was war das eben für ein Kamm? Kann ich mal sehen? Ja, wieso? Oh oh. Was? Hast du eine Ahnung, was so ein Kamm deinem Haar antut? Spliss! Bitte nicht Spliss! Schlimmer, siehst du hier? All die Haare? Der Kamm reißt dir die Haare aus. Oh nein, ich dachte immer, das wäre normal. Normal? Wie kann das normal sein? Schau doch, wie viele Haare das sind und wie wenige du nur noch auf dem Kopf hast. An einigen Stellen schimmert schon die Kopfhaut durch. Ich? Wenn ich du wäre, würde ich diesen Kamm nie wieder benutzen. Nimm ihn weg, er soll mir nichts tun. Also gut, ich steck ihn ein. Danke. Oh, danke. Ich muss los, Männerkram machen. Haha. Nö. Hallo. Ich wollte nur... Ey! Am Kamm des Paladins hängen einige seiner Haare. Splissfrei. Hier habe ich einen Kamm mit einigen Haaren des Paladins. Reichen die? Die riechen komisch. Aber das wird reichen.
Ich höre dich. Was brauche ich nochmal für eine Voodoo-Puppe? Den Trank des Schlafwandelns? Eine Flüssigkeit des Paladins, etwas von einem seiner Vorfahren, einige seiner Haare und etwas von seiner Kleidung. Geht klar. Bis dann. Möge. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Hallo? Ich wollte nur... Hey! Oh. Eine Lunge hat das gute Stück schon mal. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich ein Herz auftreiben soll. Hey, Gulliver! Ah, der Lebende! Ich muss weiter. Lass dich. Hey, Chef. Ah, der Lebende. Wie war das nochmal mit dem Helm aus dem Kriegerset? Wer hat den doch gleich? Ein ganz schwacher Versuch. Okay, okay. Ich sorge dafür, dass du das Ding los... So ist es. Ich muss weiter. Mach's gut. Das ist schön, es muss wohl sein. Aber ich nehme nur ein wenig von der Asche mit. Die Urne lasse ich hier, aus Respekt vor den Toten. Opa muss Raucher gewesen sein. Hier ist etwas Asche von einem Vorfahren des Paladins. Funktioniert die? Wenn sie wirklich von einem Vorfahren des Paladins stammt, wird es gehen. Damit müsstest du alle Zutaten für den Trank haben, oder? So ist es. Tritt zurück. Der Trank des Schlafwandelns. Danke vielmals. Du musst nur einen Schluck davon trinken. Anschließend muss der Paladin den Rest austrinken. Paladin-Spucke, ein alter Pompom, pomadige Haare und die Überreste vom Opa. Das kann ja nur gut schmecken. Salzig, mit einem Hauch Minze? Das ist meine geheime Zutat. Besser als erwartet. Danke. Rauchende Büffel soll man nicht stören. Hallo, Prinzessin. Ja,